So, ja, das Splatfest ist leider vorbei. Ich kämpfe momentan ein bisschen mit einer Erkältung. Trotzdem, die Endergebnisse vom Splatfest müssen natürlich sein. Das Grand Festival, das war ja ein Mega-Event. Ich habe ein 90 Minuten langes Video dazu gemacht, dazu gleich mehr. Wir gucken uns jetzt erstmal die Ergebnisse an. Also, ich war ja im Team Gegenwart und es war noch Vergangenheit und Zukunft und ich habe den Kopf ein bisschen vor der Zukunft. 57% haben für die Gegenwart gestimmt. Übrigens die Band aus Splatoon 2, also die jeweiligen Moderatoren und Moderatorinnen, waren die Köpfe vom Team. Und ja, das Team Vergangenheit hat ganz schön abgesahnt. Jetzt hier ist das Endergebnis. Warm. Das ist wirklich eindeutig. Das Team Vergangenheit hat gewonnen und Aioli und Limone, die freuen sich natürlich für Splatoon, dass die Moderatoren von Splatoon 1. Und ja, wir hören jetzt erstmal rein, was die alle so zu sagen haben. Lasst einfach mal auf euch wirken. Ja, war das ein kleiner Teaser, eine kleine Ankündigung, was Nintendo mit Splatoon vorhat, Inkopolisplatz und Splatville irgendwie so zu vernetzen, dass man alle Orte besuchen kann. Das wäre natürlich mega und man sieht auch, welcher Grundgedanke noch darin ist, nämlich Zusammenhalt, Zusammenarbeit und nicht gegeneinander. Im Sport sind wir keine Feinde, sondern wir sind vielleicht Gegner oder Kontrahenten. Und das wäre mir auch bei, das ist auch bei Splatoon natürlich so. Habe das zerrissene Hemd an. Grand Festival, eine mega tolle Idee. Übrigens, ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt war, aber ich habe ein kleines Hintertürchen, ein kleines, naja, nennt man das Easter Egg, ich weiß gar nicht genau, in dem Spiel gefunden. Ich habe es aufgezeichnet, das wird in einem anderen Video zur gegebenen Zeit kommen. Ich habe nämlich sehr viel aufgezeichnet vom Splatfest und vom Grand Festival und das wird bald, möchte ich das auch
möchte es auch da mal zeigen. Jetzt eine Runde, wie gesagt, ich habe Halsschmerzen und ich möchte jetzt nicht allzu viel machen. Ich wollte jetzt nur das Ergebnis zeigen. Und ja, die Musik, die war vorhin auch so ein bisschen melancholisch. Keine Ahnung, was Nintendo da vorhat. Wäre schon cool, irgendwie eine Verbindung zu schaffen zwischen den drei, weil, wie gesagt, als Splatoon 1 Inkopolis ist ja nicht weg, es ist ja immer noch da. Nur wird es, glaube ich, nicht mehr geupdatet und nicht mehr irgendwie betreut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Grand Festival, es war bisher das beste Splatoon-Splatfest. Also, es war bisher das Beste. Klar, also mein Team oder meine Band oder mein Thema hat jetzt nicht gewonnen. Das ist jetzt aber auch nicht schlimm, weil bei Splatoon ist, das ist wie bei den Olympischen Spielen, dabei sein ist alles. Und was das Schönste ist am Splatfest, man muss sich nicht qualifizieren. Jeder kann mitmachen, jeder kann dabei sein, auch wenn er zum allerersten Mal in seinem Leben Splatoon spielt und zum ersten Mal einen Controller in der Hand hat. Kann beim Splatfest dabei sein. Das ist das, was ich so richtig toll finde. Und ja, wie gesagt, war das bisher beste Splatfest, wobei ich jedes Splatfest mag, jedes Splatfest feiere. Ich habe bisher, wenn ich mich daran erinnere, seit ich Splatoon spiele, an jedem Splatfest teilgenommen. Seit Splatoon 2. Bei Splatoon 1 leider noch nicht. Es gab ja schon Splatoon 2, wo ich mir Splatoon 1 zum ersten Mal gegönnt hatte. Und habe die Splatoon 1 Splatfeste gar nicht mehr mitbekommen. Was schade ist, aber ja, so ist es eben. So. Ja, man merkt überall, sogar bei Splatoon, sind die Zeichen auf, wir halten zusammen, wir sind bunt, wir sind vielfältig. Das ist in der heutigen Zeit unglaublich wichtig, weil wir als Gesellschaft meiner Meinung nach einen Rückschritt machen, was Toleranz und Vielfältigkeit angeht. Ich möchte zwar nicht politisch auf meinem Kanal werden, aber in dieser Hinsicht sehe ich mich auch ein bisschen in der Verantwortung. Gut, ich habe jetzt nicht die Mega-Reichweite, na, kriege ich dich? Ne, ich kriege dich nicht. Aber ich sehe mich trotzdem so ein bisschen in der Verantwortung, weil es ist erschreckend, wie viel, ja, wie viel Menschen für eine Abschottung sind, für eine Schaffung, ja, einer Gesellschaft, wo es heißt, ja, Menschen sind nicht alle gleich, Menschen, was heißt nicht alle gleich, also haben nicht die gleichen Rechte, es kommt auf ihre Herkunft an und so weiter und so fort. Das ist schon beängstigend. Und wenn man einen winzig, winzig kleinen Teil dazu beitragen kann, dass das eben nicht so ausartet, boah, jetzt hast du mich, dann wäre das schon toll. Weil es gibt auch Leute, denen ist das egal, die sagen, puh, das juckt mich doch nicht, oder die geben anderen die Schuld, so diese Sündenbock-Einstellung, die halte ich für sehr, sehr gefährlich und für verantwortungslos. Ja, so. Jawohl. Ach, die Animation hängt wieder. Jetzt. Ein kleiner Sieg hier bei diesem ersten Spiel nach dem Splatfest. Natürlich traditionell im zerrissenen Hemd. Das werde ich jetzt gleich wechseln und werde mir mal was anderes anziehen. Es ist ja draußen auch schon kühler. Den Helm. Ja, ob ich den Helm auflasse, weiß ich noch nicht. Hier in dem in der Avatar-Animation, ich habe mir den Helm extra zugelegt für Firewatch, um Firewatch zu spielen. Aber er gefällt mir recht gut, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht lege ich mir mal Goggles wieder zu für den Avatar. So, ich guck mal. Ja, da sind einige richtig coole Sachen dabei. Dieses Biker-Ding, das sieht auch gut aus. Auch dieser Pulli, ja, das ist meine Skijacke. Ja, so Hemd und Jacke, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich lasse erstmal das hier. Den Hoodie. Hoodies sind ja eh angesagt. So,
Ja, das soll es für heute gewesen sein, für dieses ganz kurze, knappe Video. Ihr seht, nicht drei knackige Runden, eine knackige Runde. Aber wie gesagt, ich möchte mich ein bisschen auskurieren. Das war's. Ich mache jetzt hier noch ein paar Fotos, um up-to-date zu sein, was das Outfit angeht. Das war's. Kip Supernova, over and out.